herzlich willkommen zurück, ihr taktischen Bartträger 2. Tactical Gunnybeard heißt nicht umsonst so. Dieses T-Shirt zeigt den schönen taktischen Bart, den ich jeden Tag trage mit mir. Und dieses Shirt bekommt ihr auch bei techbeardapparel.de. Und zwar ist das unser Shop, bei dem wir nicht nur dieses Shirt, sondern auch so tolle Sachen wie diese wunderschöne Tasse. Für Frauen ist auch sehr ansehnlich. Gibt es auch das Shirt davon und die Tasse in einer weiteren Farbe. Und wer weiterhin auf das coole Logo steht, Tactical Gunnybeard mit den 2 Kaliber 50 im Hintergrund, auch das hier bieten wir an als Untersätze aus Bambus, handgefertigt. Und diese schönen, kleinen, coolen Schnapsgläser. So, und dann kommen wir noch zu einer Sache, die ist super wichtig. Was schon mal Pflicht ist in jedem Auto, ist ein Verbandspäckchen dabei. So, das ist Pflicht. Jeder, der es nicht macht, ist ein Idiot. Ganz einfach. So, jeder, der Sportschütze ist oder Jäger ist, sollte sich auch nochmal Gedanken machen, vielleicht ein bisschen mehr in seinem Auto zu haben. Denn Schießunfälle können einfach passieren. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann möchte ich doch lieber ein bisschen mehr dabei haben als zu wenig. Aber ich möchte es bequem mit mir führen. Was ich gefunden habe, ist das Ankle Kit von Frog Pro. Es gibt auch verschiedene Hersteller, aber von Frog Pro habe ich meins gewählt. Allein schon, weil ich es einhergehend mit der Kappe und mit dem hier und mit meinem Holster von der Pistole alles in Multicam Black machen lassen habe. Kostet ein bisschen Aufpreis, das war es mir aber wert. So, und jetzt zeige ich euch das Ankle Kit und was ich da drin habe. So, die Victor Schuhe habt ihr schon gesehen. Und wie ihr seht, man erkennt hier nicht wirklich viel. Es fällt nicht auf. Es fällt einfach nicht auf, wenn ich jetzt hier so rumlaufe durch die Straße. Wenn ich jetzt hier so rumlaufe, da sieht man nichts. Jetzt mache ich das Ding einfach mal hoch und darunter verbirgt sich tatsächlich, tada, so ein großes Ankle-Kit. Darunter trage ich immer noch die Point-6 Socken. Ja, große, lange Socken. Mache ich jetzt hier mit Absicht ein bisschen auch hoch. Erstens mal sind sie angenehm, man schwitzt nicht wirklich darin. Merino-Wolle bekommt ihr auch alles bei S4 Supplies. Wunderbare, geile Socken, die man fast gar nicht schwitzt und auch keinen Geruch mehr in den Füßen hat. Und die mache ich ein bisschen höher, weil es ab und zu sein kann, dass das Klett vom Tourniquet hier ein bisschen kratzt. Wenn der Socken drüber liegt, merkt man es gar nicht. So, was habe ich alles in diesem Frog Pro Ankle Kit dabei? Das ist für mich so die nötigsten Dinge. Was ist immer das Schlimmste, was passieren kann? Eine Blutung, die ich nicht stoppen kann. Also da schon mal ein Tourniquet dabei. Das Tourniquet sollte man offen lassen, damit man es auch jederzeit wirklich benutzen kann und dann festziehen kann. Das Einzige, was man halt immer wieder mal schauen muss, ist wie hier, dass diese Fussel einfach an der Seite mal rauskommen aus dem Klett, dass das Klett auch weiterhin funktionabel ist, weil durch die Reibung am Socken kann natürlich ein bisschen Fussel da reingeraten. So ist quasi die erste Tasche, die ich dann hiermit befüllt habe. Innen drin in diesem Frog Pro haben wir so eine Gummischicht, die verhindert das Rausrutschen. Deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das ganze Ding rauszuholen. Aber dafür ist es ja auch da, es soll nicht einfach abhauen und sich nicht verschieben. Weil wenn ihr ein paar Schritte macht, dann das Zeug schiebt sich nach oben raus. Erstens mal super unbequem, zweitens mal nicht zweckmäßig. Was habe ich hier noch drin im zweiten Fach? Einmal ein Quicklot. Wenn ich ein Einschussloch habe oder sowas und die Wunde stillen muss und das Tourniquet reicht mir nicht aus, haue ich dieses Quicklot Combat Gauze mit rein. Könnt ihr aber auch auf Amazon überall bestellen, also das ist jetzt nichts, was ihr nur Militär bekommt, das kriegt ihr auch einfach so. Und dann habe ich hier, noch ein Beatmungstuch mit drin, denn ich möchte ja nicht selber Mund zu Mund hier rumschnullen mit irgendjemandem, der vielleicht sich erbrochen hat, dann lieber so ein Beatmungstuch mitnehmen. Habe ich hier ein bisschen zusammengefaltet, damit es auch besser reinpasst. So, ihr seht, das passt hier super rein. Dann habe ich hier aus einem der Survival Kits, glaube ich, habe ich so eine Schere auch mit reingetan. Ihr braucht schon eine gescheite Schere, mit der ihr dann auch durch Textilien schneiden könnt. Und was ist das Wichtigste, wenn ihr ein Combat Gauze dabei habt? Richtig, Wärmeerhalt, deswegen eine Rettungsdecke. Weil bringt euch kein Combat Gauze irgendwo reinzuschieben in jemanden, wenn er auskühlt. Ganz einfache Medizin. Jedes Grad, das man auskühlt, erhöht leider die Gerinnungsrate von Blut. Das heißt, je kälter man wird, desto mehr verflüssigt sich das Blut und das suppt gerade wieder so raus. Das heißt, auch ein Tourniquet würde euch dann vielleicht nicht viel helfen. Deswegen immer in Kombination, wichtig, erstmal Tourniquet, suppt es weiter,
haut das Quicklot rein oder ein zweites Tourniquet. Habt ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei, aber besser eins dabei haben als keins, aber zwei ist besser als eins. Ja, weil einmal ist keinmal, zweimal ist einmal. Das ist die alte Regel. Und dann eben Wärmeerhalt, weil wenn nicht warm, dann ist das Quicklot für den A. Das ist es, was ich jeden Tag mit mir rumtrage. Sieht übelst viel aus. Irgendwann merkt man das Gewicht auch gar nicht mehr. Mir persönlich fällt es nicht auf. Wenn ihr bereit seid, dieses Risiko einzugehen, aber dafür gut vorbereitet sein wollt, dann empfehle ich euch, schaut doch mal die ganzen EDC-Videos an, die ich gemacht habe. Die sind jetzt nicht mehr auf dem tollsten, der tollsten Qualität, wie jetzt vielleicht heute. Dennoch sind die Produkte, die ich darin vorstelle, gar nicht mal verkehrt. So, wie gesagt, wir haben die verschiedenen Messer, CRKD. Ich mache auch hier den Link zu dem Billigding mal rein, aber ich glaube, das ist nicht mehr vorrätig. Der Bartkamm. Techbeard Apparel, merkt euch das. Den Key Organizer. Das Secret, die Hülle für Bankkarten etc. Brille, Schlüssel, was man halt eben so hat. Eine kleine EDC-Taschenlampe. Das Ding ist verdammt hell. Und das Ankle Kit, für mich eins der wichtigen Dinge. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tragt euren Bart mit Stolz. Gunny out.